Wussten Sie, dass Herr Wermelskirch unbedingt ein Paar aus uns machen möchte? Ja, er hat sowas angedeutet. Sehr unangenehm. Also, unter anderen Umständen hätte ich natürlich mit Vergnügen mein Glück bei Ihnen versucht. Man braucht also andere Umstände, um bei mir sein Glück zu versuchen. Nein, so habe ich es nicht gemeint. Also, was hindert Sie daran? Eigentlich nichts. Doch. Laura. Laura, wieso? Ich habe das Video gesehen. Wie Video? Na, das vom Sommerfest. Na und? Man sieht sie die ganze Zeit mit Laura zusammen. Und jedes Mal bringen sie zum Lachen. Ach, schlecht geschnitten. Haben Sie ihretwegen hier angefangen? Könnte man so sagen, ja. Dann kannten Sie sie also schon? Wir haben uns vor 2 Jahren auf einem Pharmakongress in Heidelberg kennengelernt. Sie haben also Ihr Herz in Heidelberg verloren? Ja. Und ich konnte sie einfach nicht vergessen. Wie romantisch. Aber eins müssen Sie mir versprechen. Ich sage Ihnen das alles selber. Das ist besser so. Na, mir können Sie vertrauen. Ich bin verschwiegen wie ein Grab. Also, wenn Sie mich fragen, dann haben Sie sie bereits in der Tasche. Ja? Das Problem ist Bruno. Ach, machen Sie sich um den keine Sorgen. Den werde ich schon trösten. Was würden Sie tun? Für mich? Ach, Sie sind auch? Ja, wie Sie. Und schon viel länger als 2 Jahre. Herr Wermelskirch hat gar nicht so unrecht. Wir haben wirklich eine Menge gemeinsam. Auf alle Fälle hat Laura großes Glück. Bruno auch. Da, Chef. Überraschung. Jetzt schon? Ja, ist viel zu tun. Merci. Ich hab auch eine Überraschung für dich. Oh. Oh. Dann war er gleich voll. Ja. Traubenzucker nicht vergessen. Cool. Danke. Ciao. Ciao. Warum hat Laura eigentlich so gelacht? Ich habe ihr nur von meiner letzten Norwegen-Reise erzählt am Polarkreis, als ich über so einen Flock gestolpert bin. Sie sind über was gestolpert? Na, über einen dieser Grenzpflöcke, die den Polarkreis markieren. Da gibt es Grenzpflöcke? Und wie? Wussten Sie das nicht? Der gesamte Polarkreis ist durch Pflöcke markiert. Davon habe ich noch nie gehört. Ja, alle 50 Meter im Flock. Die kann man auf der Landkarte sogar sehen. Diese gepunktete Linie. Jeder Punkt ein Pflock. Wozu hat man denn das gemacht? Wegen der Touristen. Ein Wahnsinnsaufwand. Und die gehen ganz rum? Ja, den gesamten Polarkreis entlang. Einmal um die ganze Erde. Und auf dem Meer? Bojen. Bei Ihnen kann man ja richtig was lernen. Tag, was kann ich für Sie tun? Haben Sie was für Lippenherpes? Für dich eher zu relaxen oder für den Abgefahren?